Also ich möchte auch erst einmal alle Teilnehmer recht herzlich begrüßen im Namen der Firma Moisburger zu den VDWF-Thementagen, gleichzeitig uns bedanken für die Einladung dazu und dass wir die Ersten sein dürfen. Und die Firma Moisburger will Ihnen also vorstellen, das effizientere Konstruieren mit dem Moisburger NX-Tool, also ein Normalienmodul für Siemens NX, und eigentlich sorgt es nicht nur das Konstruieren, macht es effizienter, sondern den ganzen Fertigungsprozess. Ja, kurz zu den Referenten, die wir haben. Das wäre also zum einen mein Kollege, der neben mir sitzt, der Stefan Nussbaumer. Er zeichnet also bei uns verantwortlich für die CAD-Themen. Und auch für unsere Shops, wo ja auch Normalien mit beinhaltet sind und auch mehr, also Wizards, Assistenten, Konfiguratoren. Sie können dort also auch Ihre Normalien extra konfigurieren und so ins CAD übernehmen. Ja, dann meine Person. Ich betreue also hauptsächlich Konstrukteure im Bereich Normalien, Heißkanal und CAD und ja, bin dabei auch die Achse zwischen dem Vertrieb und der Produktabteilung, bringe also Tendenzen und Trends vom Markt in die Firma rein. Der Roland Schmidt, Geschäftsführer bei Schmidt WFT, hat die Impulse gegeben für die Normalienbibliothek, die wir Ihnen heute näher bringen wollen. Und der Markus Noldemeier setzt das Ganze um, beziehungsweise arbeitet an der Weiterentwicklung. Ja, für alle, die uns vielleicht nicht so kennen, habe ich mal auf eine Folie ein bisschen gedrängt, was Moisburger ist. Also wir entwickeln, produzieren und vertreiben Normalien für den Formen-, Stanzwerkzeug-, Maschinen- und Vorrichtungsbau. Seit dem Zukauf von BSG bewegen wir uns auch in der Heißkanaltechnik und Regeltechnik. Die firmiert ja mittlerweile auch unter Moisburger Deutschland. Zudem liefern wir kundenspezifische Bearbeitung, also zum Beispiel an Formaufbauten, und runden das ganze Programm mit dem Werkstattbedarf ab. Daneben beschäftigen wir uns mit ERB-Software, also da von Seguni. Und ein weiteres Feld ist das Wissensmanagement. Also bei uns ist das gelebte Praxis, dass das betriebliche Wissen gesammelt, gespeichert, verteilt wird. Und ich glaube, das wirkt auch auf das heutige Thema stark ein. Also wir haben ja nicht nur einfach dumme Teile, sondern intelligente Normalien für einen durchgängigen Fertigungsprozess. Ja, das NX-Tool, was bietet es? Also es sind native Daten im Format des CAD-Systems. Es nutzt grundsätzlich die Onboard-Funktionen von Siemens NX. Also es ist keine Zusatzsoftware notwendig, wie zum Beispiel der Mold Wizard. Bei allen Teilen sind Einbauräume dabei. Und was das Ganze eben auszeichnet und dann auch für den ganzen Fertigungsprozess zur Verfügung stellt, sind Fertigungstoleranzen, Oberflächenangaben, die eben über Farben verknüpft sind. Die Normteilgrößen innerhalb der Konstruktion sind jederzeit anpassbar, sind also parametrische Daten und automatisch verknüpfte Geometrien, sodass man da, das werden wir dann auch in der Live-Vorführung sehen, jederzeit Anpassungen vornehmen kann. Dabei werden auch automatisch die Bestellbezeichnungen in der Stückliste geändert, wenn man da was ändert. Grundsätzlich wird der PDF von der Katalogseite zum besseren Verständnis zur Verfügung gestellt und das Ganze ist für unsere Kunden kostenlos. Wir haben dann auf unserer Webseite auch ein Video, das wollen wir jetzt hier der Zeit halber nicht sagen, wollen uns mehr der praktischen Vorführung widmen. Da können Sie sich dann den ganzen Prozess noch einmal übersichtlich anschauen. Ja, wir garantieren da also einen zeichnungslosen Datenfluss. Wie gesagt, über die Oberflächenattribute, Rauigkeiten, Toleranzen.
Und dabei ist auch der VDWF-Farbtabellenstandard als Grundlage mit einbezogen worden. Innerhalb von der Siemens-Welt kann man also die Daten vom CAD über die Programmierung an die Fertigung übergeben und über neutrale Schnittstellen, also STEP, ab der 242, wäre es dann auch, wenn Siemens-Daten kommen, möglich, die Fertigungsdaten weiter zu verarbeiten. Hier sehen wir mal einen Formaufbau, der mit dem Modul konstruiert wurde. Das werden wir uns dann noch näher anschauen. Das wird uns der Markus Noldemeier näher bringen. Und jetzt kommen wir schon zur Live-Demo, kurz, was wir da sehen werden. Wir werden also die Erstellung eines Formaufbaus darstellen, dann den Einbau essentieller Komponenten, also wie Feinzentrierungen, Auswerfer, Abstimmplättchen. Und letztendlich werden wir uns anschauen, wie dann eben die Stücklisteninformationen gleich mit generiert und auch verändert werden können. So, Markus, deine Bühne. Du kannst dann kurz eure Firma noch vorstellen und dann zur Live-Demo kommen. Jawohl, vielen Dank. Also auch als von meiner Seite als erstes einmal herzliches Dankeschön nochmal an den VDWF und herzliches Willkommen an alle Zuhörer für die Möglichkeit, heute das Ganze Ihnen nochmal ein bisschen näher zu bringen. Kurz zur Firma Schmidt. Wir sind ein Konstruktion- und Entwicklungsbüro, sind inzwischen seit über 22 Jahren auf dem Markt. Man sieht hier mal einen ganz kurzen Überblick. Wie gesagt, haben jetzt hier nicht nur diese Normalien, sondern haben eben auch eine Engineering- und Simulationsabteilung mit im Haus, sei es jetzt im Bereich der Füllsimulation als auch der Strukturanalyse, also sprich FE-Berechnung. Das sind ein bisschen so unsere Schwerpunkte und eben auch dieses Normalienmodul, was wir vor vielen Jahren, wie der Herr Bergler eingehend schon mal ganz kurz erklärt hat, das war die Frau Höfel damals, die das bei uns mit als Projektleiter gestartet hat, war kurz nach ihrer Ausbildung und hat sich da sehr in das Thema damals mit reingearbeitet. Und das Ergebnis werden wir Ihnen jetzt, wie gesagt, hier mal ganz kurz in der Live-Demo zeigen. So, ich schalte mal jetzt hier zu mir rüber. Gut. Also. So, den Bildschirm sollten Sie jetzt sehen. Ganz kurz, ich will jetzt gar nicht groß auf die Einbindung des Ganzen eingehen, weil das sind jetzt Sachen, die laufen in den meisten Firmen über die IT. Wir haben jetzt hier die ganz normale Oberfläche von Siemens. Das ist derzeit die Version jetzt hier bei mir 1926. Das ist jetzt ziemlich jetzt aktuelle Release von der Seite Siemens her. Ganz kurz vom Aufbau her ist es also so, Sie haben diese Wiederverwendungsbibliothek hier direkt auf Ihrer Oberfläche. Wie wir eingangs schon mal ganz kurz erklärt haben, es ist keinerlei Zusatzsoftware notwendig. Es kann in jedem Standard-Package von NX, kann diese Wiederverwendungsbibliothek verwendet werden, ohne dass Sie Zusatzmodule kaufen müssen. Und wir sehen das jetzt eben hier, wir haben die gleiche Struktur wie jetzt auch bei Moist im Online-Shop Sie vorfinden. Das heißt, die ganze Gruppierung etc. pp. Ist das gleiche wie im Shop. Wenn ich jetzt hier mal in verschiedene Kapitel einfach einmal kurz reinklicke, dann sieht man also hier unten auch dementsprechend Vorschaubilder für die einzelnen Normteile, die wir jetzt hier hinzufügen können. Und da ist es so, wie auch schon mal ganz kurz jetzt in der Präsentation schon erwähnt wurde, wir haben hier an jedem Normteil nicht nur die Informationen für die Fertigung, für die Konstruktion an sich, sondern haben eben hier auch die Möglichkeit, zu jedem einzelnen Normteil hier direkt die Katalogseite aufzurufen. Und direkt kann der Konstrukteur dann hier den PDF einsehen, um jetzt zum Beispiel Einbautoleranzen oder spezielle Hinweise, Auswahlhilfen etc. pp. Direkt zu öffnen und nicht mehr den Katalog separat zu öffnen oder eben da irgendwas raussuchen zu müssen. Wie gesagt, die Gliederung ist das gleiche wie in dem Online-Tool. Wir haben jetzt im Prinzip gesagt, wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug, zeigen Ihnen jetzt einfach mal, wie funktioniert das Ganze. Das heißt, wir haben jetzt, starten wir jetzt hier mal mit einem klassischen Formaufbau, ist jetzt nicht die klassische Vorgehensweise der Konstruktion, weil man eigentlich von der Kontur nach außen arbeitet. Aber in dem Fall wollen wir es jetzt hier einfach einmal zeigen, welche Möglichkeiten wir mit dem Tool haben. Das heißt, wir generieren jetzt hier einfach mal einen Standardformaufbau. Auch hier ist es so, dass im Prinzip dieser gesamte Aufbau vollparametrisch ist, also auch, wie eingangs erklärt, komplette Native-Daten, die Sie innerhalb der NX-Welt weiter bearbeiten und in jeglicher Hinsicht auch editieren können.
Man sieht jetzt hier ganz einfach eingangs mal die Übersichtsseite, wo eben ganz kurz erklärt ist mit den einzelnen Platten. Und hier kann ich jetzt einfach eben meine Werkzeuggröße dementsprechend mir auswählen. Das sei vielleicht eingangs auch nochmal dazu gesagt, das ist jetzt der große Vorteil dieser genotypifizierten Normteildatenbank. Sie haben die Möglichkeit, zu jedem späteren Zeitpunkt hier wieder dieses Menü aufzurufen und jederzeit nochmal eine Platte zu ändern, eine Platte hinzuzufügen etc. Ich beginne jetzt hier einfach einmal mit einem ganz normalen Standardaufbau, mit einfach einmal ein paar Plattenstärken, einfach um das Ihnen mal zu zeigen. Hier ist eben, wie gesagt, in den Auswahllisten sieht man die verschiedenen Stärken, die verschiedenen Materiallisten, wo Sie einfach direkt Ihre Platte auswählen können. Und genauso ist es dann hier, sei es jetzt eben im Bereich der Leisten als Beispiel oder in der Spannplatte. Auch hier haben wir dann sämtliche Lieferabmessungen der Firma Moisburger direkt hinterlegt. Auch dieser Katalog wird im Prinzip genauso wie der normale Online-Shop viermal im Jahr aktualisiert und wird immer auf den neuesten Stand gebracht, dass Sie jetzt hier nicht Gefahr laufen, eine Normteil zu verbauen oder eine Platte, die es vielleicht jetzt im aktuellen Katalog nicht mehr geben sollte als Standardplatte. Genauso haben wir hier die Möglichkeit, wir haben jetzt hier in unserem Beispiel eine Standardform mit einem fertig konfektionierten Auswerferpaket. Auch das können wir hier umschalten auf ganz normal Standardpakete oder eben das fertig gekaufte. Das kann der Konstrukteur, wie gesagt, anfangs entscheiden, aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt kann das immer noch geändert werden. Und jetzt ist von vielen Anwendern kommt dann immer die Frage, ja, aber wir haben doch unsere Namensregeln und wie gehen wir jetzt da damit vor? Grundsätzlich ist es so, dass innerhalb von Siemens die Standardumgebung jetzt hier den Aufbau mit Standardnamen erzeugt. Aber auch hier haben Sie die Möglichkeit, jederzeit über diese Teilenamensverwaltung direkt beim Erzeugen. Ich zeige das nur mal ganz kurz. Sie haben jetzt hier jedes einzelne Teil zur Verfügung und können auch hier, wenn das gewünscht ist, dementsprechend eben hier manueller Namen eintragen. Das geht also auch. Das muss man allerdings dazu sagen, das geht nur bei der Ersterzeugung. Zum späteren Zeitpunkt muss man das dann mit den, Siemens On-Board-Mitteln selbst machen. Ist aber einfach ein Thema, das ist von Siemens so vorgegeben. Da können wir leider nichts dran ändern. Gut, ich würde jetzt hier einfach mal diesen Aufbau generieren. Auch das haben wir jetzt gesagt, wir müssen es Ihnen einfach mal zeigen, weil nicht, dass Sie erschrecken, wenn Sie das Normteil-Modul sich runterladen und installieren. Es kommt beim ersten Mal eben einfach der Hinweis, dass er jetzt hier Siemens verschiedene Teile eben erzeugt und ob Sie das auch wirklich wollen. Das ist, wie gesagt, ein Fenster, das können Sie aber hier jederzeit dann ausschalten, dann kommt es dann auch nicht mehr. So, wir können jetzt hier noch eine Positionierung vornehmen. In unserem Beispiel lassen wir es jetzt einfach hier auf dem absoluten Nullpunkt. Da kommt der Aufbau auch jederzeit. Sie haben jetzt, wenn Sie es der ganze Aufbau generiert ist, sehen wir jetzt hier, wir haben jetzt dieses unter diesem Mode L, das ist ein bisschen der internationalen, Tätigkeit von Moisburger ja einfach geschuldet, dass man gesagt hat, man geht eben auf Formulierungen, die man weltweit verwenden können, wo im Prinzip jeder Konstrukteur was damit anfangen kann. Und hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt, wie gerade schon mal erwähnt, reinzugehen und jetzt auch im Nachgang einfach nochmal zu sagen, ich brauche jetzt zum Beispiel doch nochmal eine Zwischenplatte, dann können Sie die einfach jederzeit im Nachgang noch dazuschalten und man sieht, der gesamte Aufbau ändert sich auch von der Höhe dementsprechend ab und positioniert sich neu. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Standardaufbau generiert und würden jetzt einfach mal hergehen und sagen, gut, wir verbauen jetzt einfach mal ein paar Teile. Da ist es so, dass man jetzt natürlich, dadurch, dass es ein Onboard-Tool ist, nicht diesen Komfort, wie jetzt vielleicht von irgendwelchen Sondersoftwaren wie dem Moldwizard hat, dass er einfach direkt in der Komponente reinspringt, wo er das hinpositionieren soll, sondern wir müssen halt in Anführungsstriche diesen kleinen Zwischenschritt gehen und müssen uns unsere Seite, wo wir das Teil verbauen möchten, selbst raussuchen. Ist aber im Prinzip kein großes Thema. Ich zeige Ihnen jetzt das einfach einmal auch verschiedene Vorgehensweisen, die wir hier jetzt machen können. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach einmal ein Zentrierungselement rein, also sprich eine Flachführung. Das heißt, wir generieren jetzt hier einfach mal eine Größe. Wie gesagt, wir können es zu jedem Zeitpunkt später noch ändern. Das spielt überhaupt keine Rolle nicht. Und jetzt ist es so, dass das Ganze mir automatisch beim Erzeugen, ich ziehe jetzt nochmal hier das Vorschaufenster, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, weil bei mir hier die quasi Bilder drüber liegen. Da ist es so, dass in dem Vorschaufenster mir jetzt angezeigt wird, dass hier zum Beispiel eine Verknüpfungsebene ist.
Das braucht man im Regelfall der Konstrukteur nur die ersten Male, weil danach weiß er, wie diese Reihenfolge ist. Man hat es versucht, weitestgehend eigentlich bei uns, dass man es intuitiv so hinterlegt, wie man normalerweise das Teil auch verbauen würde als Konstrukteur. Ich möchte es als erstes hier auf der Plattenebene haben. Das heißt, das ist meine erste Selektionsfläche. Das zweite ist, ich liege hier immer an der Plattenaußenkante in meinem Beispiel. Das heißt, ich habe hier das Teil, was jetzt hier nach außen verknüpft ist. Da ist es so, hier kann ich dann jederzeit hergehen, innerhalb von den X mit einer alternativen Lösung, mir das einfach dementsprechend dahin ziehen, wo ich das haben möchte. Und wenn ich das Ganze gemacht habe, kann ich jetzt hier noch als letztes die Position definieren, wo es jetzt auf der, in unserem Beispiel auf der X-Achse liegen soll. Ich hänge das jetzt hier an dem Beispiel einfach einmal hier an meiner Centerplane dementsprechend an, schießt das Ganze ab. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, haben wir eben innerhalb von NX unsere ganzen Attribute immer noch im Zugriff und können jetzt auch jederzeit hergehen und auch hier die Position im Nachgang eben noch verändern, wo wir sagen, gut, wir können das Ganze so machen. Ich zeige Ihnen jetzt an einem zweiten Beispiel, dass wir also hier auch hier das Ganze sehr flexibel gehalten haben, dass der Konstrukteur jetzt nicht sagt, nee, ich bin jetzt aber da immer gezwungen, genau das zu machen und ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht so, sondern man hat hier eigentlich alle Freiheiten zur Verfügung. Das heißt, ich lade jetzt hier einfach mal als Beispiel nochmal eine zweite Größe hinzu. Machen wir jetzt halt mal 50er, dass man ein bisschen den Unterschied sieht. Reihenfolge ist genau das gleiche, wie wir eben jetzt schon mal gehabt haben. Nur in dem Fall gebe ich jetzt Ihnen nur die beiden Flächen an und sage, gut, mehr will ich jetzt gar nicht. Ich setze das Teil jetzt einfach hier ab. Warum mache ich das Ganze? Weil ich möchte mir jetzt eigentlich die Freiheit erhalten, dass wenn ich das ganze Teil jetzt positionieren will, kann ich hier meine Komponente verschieben nehmen und kann die jetzt einfach mit dem Händel ziehen, wo ich die hinhaben möchte und muss jetzt nicht auf ein Feld gehen und hier einen Zahlenwert eingeben, sondern kann das Ganze dynamisch eben ziehen. Die beiden Möglichkeiten bestehen von Haus auf. Natürlich haben sie auch noch eine dritte Möglichkeit, komplett ohne diese hinterlegten Zwangsbedingungen zu arbeiten und das Teil selber von Hand hin zu positionieren. Natürlich ist da da muss man dann ganz offen dazu sagen, das kleine Wehwehchen, was man da sich mitkauft, einfach das, dass die Teile jetzt hier, wenn ich meine Plattensteige ändere, wenn ich jetzt einfach sage, gut, ich gehe jetzt hierher und sage, meine Formplatte als Beispiel, die ist mir doch etwas zu schwach geraten. Ich gehe hier einfach auf eine Nummer größer, dann bleiben die Teile auch vom Verbau her immer auf der Position stehen, wo ich sie hinverknüpft habe. Das hätte ich natürlich bei der händischen Positionierung nicht. Aber wie gesagt, das bleibt dem Konstrukteur selber. Wir haben einfach in Zusammenarbeit mit der Firma Moosburger einfach gesagt, wir möchten den, soweit es geht, maximalen Komfort ermöglichen für den Konstrukteur und auch alle Optionen ihn einfach offen halten. Das heißt, als nächstes würde ich jetzt hergehen und sagen, gut, wie wir jetzt gerade schon mal gesagt haben, wir würden noch ein Zentrierungselement, das ist immer doch so eine, sei jetzt einmal Druckplatte oder Aufschlagplatte, wie es oft verbaut wird. Wie gesagt, wir haben ein bisschen ein zeitliches Thema. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht alle Normteile einfach einmal kurz vorführen, aber ich denke, dass man einfach einmal da ein bisschen einen kleinen Überblick über das Ganze bekommen kann. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Dass hier auch die, als erstes die klassische Variante, wo möchte ich es verknüpfen, ist es, wie gesagt, im Normalfall eine klassische Trennungsplatte. Und hier ist es ja so, dass die Firma Moosburger die Normteile ja mit einem Abstimmaufmaß bereits ausliefert. Das heißt, ich habe hier als vordefinierten Wert einfach 1,1 mm. Das heißt, wenn ich das jetzt vom Verbau her auf meine Platte beziehe, schaut das Teil die einen Millimeter, die man im Regelfall oder die man oft hat, einfach als Trennungsspalt zwischen den zwei Werkzeughälften, habe ich jedes Zehntel Abstimmaufmaß schon mit hinterlegt. Ich lasse die jetzt einfach mal so, verknüpft die jetzt gar nicht in den beiden anderen Ebenen, weil ich einfach sage, in dem Fall möchte ich mir jetzt wirklich die Freiheit geben, dass ich das gute Stück jederzeit mit den Händeln jetzt hinschieben kann, wo ich es einfach brauche, dass ich sage, gut, ich möchte es jetzt hier hin oder ich möchte es jetzt da weiter rausschieben. Ich muss jetzt hier nicht eben Zahlenwerte oder irgendwas eingeben, was in der heutigen, sage ich mal, Kamm-Umgebung ja eigentlich auch gar nicht mehr notwendig ist, weil man vom klassischen Papier ja immer mehr weggeht. Deswegen auch diese gentrifizierten Normteile, die diese Fertigungsinformationen dementsprechend schon mitliefern. Als dritte und letzte Komponente haben wir uns dazu entschlossen, einfach einmal auch nochmal einen Auswerferstift mit zu Ihnen zu zeigen, wie wir den reinladen. Auch da geht mir jetzt einfach, in meinem Beispiel gehe ich jetzt einfach hier in das Auswerferpaket rein und lade die direkt ins Auswerferpaket hier mit rein. Also sprich, ich nehme hier auch wieder meine Komponente, kann jetzt hier, wie wir es gerade auch schon gehabt haben,
die Vorgehensweise, entweder ich definiere es so, dass ich gleich die beiden Koordinaten mit anhänge von meinem Auswerferstift oder ich positioniere sie frei. Also auch hier, wenn wir hier in die Auswerfer reinschauen, das ist die Gesamtübersicht aller zurzeit lieferbaren Auswerfer der Firma Moisburger. Ich nehme jetzt hier mal so einen klassischen DLC-Auswerfer, einen I1710 und sage jetzt einfach mal, gut, ich nehme jetzt mal als Beispiel 8 mm und sagen wir mal Länge mit 160. Auch hier haben wir wieder das Gleiche. Wir sagen, wir möchten ja im Prinzip immer in der Kopfplatte hinten bündig verbaut sein. Ich zeige Ihnen auch gleich noch den Abzugskörper dementsprechend dazu, warum wir den auch immer von der Verknüpfung her hinten gewählt haben. Dementsprechend kann ich jetzt noch in den beiden Achsen hier mit definierten Maßen, dass ich sage, gut, ich mache jetzt in dem Beispiel, sagen wir halt mal, wir geben es jetzt gleich direkt an mit Maßen. So, und da machen wir 100. So, und den Abstand definieren wir hier noch. So. Auch hier vielleicht nochmal, weil das auch immer wieder eine Frage ist, warum habe ich jetzt hier noch einen weiteren Parameterwert mit Parallel? Diese Paralleloption ist bei den Auswerferstiften dafür gedacht, man hat ja oft Kernstifte, die man im Nachgang mit einer Drehsicherung versehen muss. Und um den eben auch in einem späteren Zeitpunkt noch drehen zu können, wie man benötigt, kann man jetzt hier zusätzlich noch parallel verknüpfen. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Ich kann das hier einfach auch übergehen und sagen, nee, brauche ich jetzt in meinem Anwendungsbeispiel nicht. Und ich lade Ihnen jetzt nochmal einen zweiten Stift dazu, einfach, dass man mal sieht, auch hier wieder das Thema, wie wir es gerade gehabt haben mit der freien Positionierung. Ich nehme jetzt hier etwas einen größeren Stift, dass man einfach ein bisschen auch die Unterschiede sieht. So, verknüpft ihn jetzt wieder nur an der Fläche und sagt, gut, das reicht mir. Alles andere möchte ich jetzt in meinem Beispiel einfach hergehen und sagen, ich nehme mal Komponente und verschiebe die jetzt dahin, wo ich die im Prinzip brauche. Auch da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, es direkt hier über Koordinaten zu machen als Beispiel oder eben an den Handles zu ziehen. Gut. Warum verknüpfen wir die Auswerferstifte hin? Wie ich gerade schon mal ganz kurz erläutert habe, ich schalte jetzt hier dazu einfach diesen sogenannten Abzugskörper mit ein, der, wie eingangs ja schon mal beschrieben, bei jedem Norm damit beinhaltet ist. Auch hier ist es so, man hat sich an die Standardfunktionalitäten von Siemens gehalten. Also jeder, der mit dem Mold Wizard schon mal gearbeitet hat, kennt auch diese Referenz-Sets, wie es hier innerhalb von Siemens heißen. Das ist dieses sogenannte Referenz-Set-False. Das beschreibt immer den Abzugskörper, immer dieses True and False ist immer das Normteil und dementsprechend der Abzugskörper. Und wenn wir uns jetzt hier das Ganze mal anschauen, sehen wir jetzt hier, ich mache es vielleicht einmal ein bisschen schattiert, transparent, dann sehen wir es ein wenig schöner. Und zwar haben wir zum einen hier in den Köpfen, schon von Haus auf, das wird so ausgeliefert von Seiten der Firma Moisburger in dem Normteil, ist in dem Abzugskörper hier. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ich schalte hier noch die Körperkanten ein, dann sieht man das Ganze ein bisschen besser. Hier haben wir immer nach vorne ein Hundertstel von Haus auf schon mal als Fertigungstoleranz Luft in den Köpfen drin. Deswegen auch, wie gesagt, die Verknüpfung immer an der Bodenfläche. Und hier vorne ist immer die 2 Zehntel Freibohrung inklusive Facette für die Kopfplatte. Das Ganze kann der Konstrukteur jetzt, wenn er es verbaut hat, dementsprechend schaltet er sich einfach seine Referenz-Sets, wie jetzt gerade schon beschrieben, kurz auf dieses False. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach diese Abzugskörper, wie sie eben heißen, in das Teil hier rein. Ich nehme jetzt einfach mal die beiden Auswerferstifte und ziehe die dann dementsprechend hier von meiner Platte ab. So, das heißt, ich habe jetzt zum einen natürlich die Tasche. Moment, man müsste auch abschießen, Entschuldigung. So und so. So. Das heißt, ich habe mir jetzt hier die Tasche erzeugt, aber warum reden wir immer von gentrifizierten? Einfach aus dem Grund, wenn wir jetzt hier uns mal das Ganze, ich nehme die Transparenz etwas raus. Wenn ich jetzt hier mir diese Flächen anschaue, man sieht jetzt zum einen die Farben, klar, das ist der VDWF-Standard, wie wir es eingangs schon mal ganz kurz beschrieben haben. Zusätzlich zu den VDWF-Standards ist es aber für die Programmierung so, der Programmierer kann jetzt, wie wir jetzt hier sehen, auf die Fläche fahren und kriegt direkt die Information,
des Oberflächenattributs, sprich die Oberflächentoleranz, die Fertigungstoleranz für diese Bohrung mit angezeigt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel plus minus ein Zehntel Toleranz, genauso wie auf dieser Fläche, und haben hier unten eine plus minus 500stel Toleranz. Das ist aber nur ein optischer Anreiz für die Programmierung. Was das eigentlich Wichtige ist für die spätere Fertigung, das sehen wir jetzt hier. Wenn ich in die Eigenschaften der Fläche reingehe, dann ist es so, dass sowohl das obere wie das untere Abmaß direkt als Attributswert an der Fläche dran sitzt und jedes Programmiersystem, also das Siemens-Programmiersystem, muss man richtigerweise sagen, innerhalb von NX kann das direkt weiterverarbeiten. Über die neutrale Schnittstelle, über die Step 242, kann es momentan zwar Siemens exportieren, aber es sind noch nicht alle Systeme so weit, es weiter zu verarbeiten. Das ist jetzt einfach der große Vorteil, dass Sie innerhalb von der Siemens-Umgebung die kompletten Attributierungen, also sprich die ganzen Toleranzen, Fertigungsinformationen mit dem Normteil mitbekommen und dementsprechend auch in die Fertigung weitergeben können. So, jetzt natürlich, wie ist es klassischerweise, jetzt sagen viele, ja, das habe ich aber über einen Online-Shop konnte ich ja das Normteil mir auch schon generieren, etc. pp. Aber der große Vorteil, den wir jetzt halt hier einfach haben, ist, egal zu welchem Zeitpunkt, ich kann jederzeit die Größe ändern und meine ganzen Abzugskörper muss ich mir keine Gedanken machen. Ich brauche jetzt gar nicht mir das Teil nochmal anschauen, ob ich jetzt das richtig abgezogen habe. In dem Moment, wenn ich jetzt hierher gehe, sage gut, ich ändere jetzt hier wieder Komponente. Sag, der Achter war vielleicht jetzt ein wenig gut gemeint. Ich brauche jetzt hier zum Beispiel einen Fünfer-Auswerferstift. Dann sehen wir das sowohl das Auswerfer-Normteil ändert sich sofort, genauso wie wir es jetzt hier haben, dass wir sofort das Loch in der Platte auch abgeändert haben. Das ist aber natürlich nicht nur die einzige Information, die wir mit weitergeben für den Konstrukteur, auch später für die Stückliste, sondern wir haben jetzt, wenn wir hier reinschauen, zum einen die Bestellbezeichnung, klar, die brauchen wir für die Stückliste, aber wir geben auch die Abmessungen mit an die Stückliste. Das heißt, der Konstrukteur muss jetzt auch nicht im Nachgang hergehen und jeden Auswerferstift messen, weil er den jetzt zum Beispiel oben gekürzt hat, sondern dieser Wert wird hier automatisch mit korrigiert. Also auch das einmal, wenn wir jetzt so sagen, wir schauen uns einfach mal das Ganze an. Ich nehme jetzt mal den anderen Auswerferstift, um Ihnen das einfach zu zeigen. Ups. Und mache jetzt einfach hier oben den einfach, sagen wir mal jetzt hier 50 mm kürzer. Dann sehen wir, das ist immer noch von der Bestellbezeichnung her 12x200er Auswerferstift, aber hier hinten in unserer Abmessung für die Stückliste haben wir jetzt schon das korrekte Maß eingetragen. Und das ist auch egal, ob wir das jetzt in unserem Beispiel jetzt hier mit einem Offset-Wert machen oder ob wir es zum Beispiel mit einer Fläche beschneiden. Das ist es so, wenn Sie Freiformflächenanwendung haben, auch das wird automatisiert mit in die Stückliste übergeben. Also da haben Sie wirklich sämtliche Möglichkeiten, direkt die Informationen weiterzugeben und zu verarbeiten. Die Stückliste zeige ich Ihnen gleich nochmal ein bisschen genauer, weil wir gesagt haben, da reicht jetzt leider der Zeitslot nicht dazu aus, jetzt da noch mehr Normteile zu laden. Das wird einfach zu eng. Ich will Ihnen aber ganz kurz nochmal hier an der Platte einfach kurz zwei Normteile zeigen und gehe dann direkt in die Stückliste rüber. Ich sehe schon, ich verquatsche mich wieder ein bisschen. Markus, wir sind eigentlich schon am Zeitlimit. Okay, gut, dann gehen wir einfach einmal, wie gesagt, ich zeige es Ihnen ganz kurz. Ich will jetzt gar nicht die Schritte, die haben wir jetzt gerade schon mal vorgeführt wegen dem Abziehen, aber ich zeige Ihnen einfach einmal, wenn wir hier das Ganze uns anschauen. Also auch hier, wenn wir die Informationen der Fläche uns wieder anschauen, die werden eben einfach dementsprechend weitergeerbt von unserem Normteil. Und wenn wir jetzt hier ganz kurz herschauen, auch hier sehen wir wieder die Informationen VDWF-Standard, Farbe und eben auch Toleranz. Gut, ich will Ihnen dann auch nur noch ganz kurz abschließend eins zeigen, vielleicht ganz kurz. Das ist die Form, die wir eingehend schon mal gezeigt haben. Das ist eine Form, die mit den Normalien komplett konstruiert wurde. Auch hier ist es so, wenn wir uns jetzt das Ganze mal hier anschauen. So, also machen wir alle Komponenten weiter. So, ja. Also auch hier sind sämtliche Bestellabmessungen etc. pp. Alles hinterlegt. Und wenn wir jetzt hier auf unserer Zeichnungsebene gehen. Sieht nichts leider. Ah, Moment. Nee. Moment.
Haben Sie dich scharf geschalten? Ah, ich verquatsche mir immer zu viel, ne? So, Moment. Sieht man es jetzt wieder? Jo. Ja, okay, gut. Also ganz kurz, wie gesagt, hier sieht man die Gesamtübersicht. Und da ist es so, auch von der Firma Moisburger gibt es, wenn Sie die gentrifizierten Normteile, also den Katalog runterladen, das NX-Tool, kriegen Sie so eine Stücklistenvorlage schon mit. Und wenn wir uns jetzt die hier einfach mal reinziehen, dann generiert ihr jetzt automatisch aus dem 3D-Datensatz raus unsere Stückliste mit allen Bestellbezeichnungen, mit den Längen und Materialinformationen, wie ich gerade gesagt habe. Und diese Liste können wir jetzt problemlos hier dementsprechend exportieren in einer Datei, in einem Excel-Format und die direkt im Online-Shop der Firma Moisburger dann hochladen. So Prima. viel jetzt von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit und ich gebe dann nochmal zurück an den Lutz und an den Stefan. Ja, eigentlich haben wir es immer durch. Habt ihr noch was Wichtiges, Lutz und Stefan? Nee, an sich geht es jetzt, wenn Fragen sind, dann werden Dann wir gebe ich die alle. Fragerunde frei.